Hallo und herzlich willkommen beim Whiskey Waiter. Heute bin ich in Deutschland. Heute bin ich bei der Brennerei Hammerschmiede. Heute habe ich den Willowburn Amber Batch 1 2020 im Glas. Ich hatte von Hammerschmiede noch nicht so viel. Ich hatte, glaube ich, schon den Willowburn Masala Cask. Der war sehr lecker. Jetzt habe ich den Willowburn Amber. Es ist eine Leihgabe vom Uwe. Vielen, vielen Dank. Und warum habe ich mir diese Flasche beim Uwe ausgeliehen? Weil sich einer meiner Zuschauer, der Chris, ein Video zu dieser Brennerei gewünscht hat. Viele Grüße, Chris, und vielen Dank, dass du dir was gewünscht hast. Ich freue mich über Interaktionen. Ja, zur Brennerei kann ich nicht allzu viel sagen. Die liegen im Harz und haben drei Eigenmarken, unter der sie Whisky hervorbringen: Willowburn, Elsburn und Emporah, glaube ich. Wo die genauen Unterschiede liegen, weiß ich im Detail nicht. Muss ich passen. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht ganz so weit. Mich interessiert vor allem, ob der Whisky schmeckt. Und was an diesem hier schon interessant ist, er hat eine sehr interessante Reifung erfahren. Und dazu kommt, er ist rauchig. Whiskys mit einer interessanten Reifung hatten wir in letzter Zeit öfter. Ich denke da an den Springbank 17, den Dalmore Quintett, den Tullamore Dew 18 oder den Teeling Single Malt, die teilweise in mehreren Weinfässern gelegen haben oder sonstiges. Dieser hier hat tatsächlich eine siebenfache Reifung erlebt. Und zwar in Sherryfässern, Portweinfässer, Malaga-Fässer, Amarone-Fässer, Grand Cru Carnet oder Claret, dazu Moscatel und Marsala-Casks. Siebenfache Reifung ist natürlich eine Hausnummer. Ob ihn das komplex macht, ob das was verdecken soll, ob das ihn interessant macht. Also interessant macht es das für mich auf jeden Fall. Was ich nicht gefunden habe, ist, ob es eine Vollreifung ist oder ob es ein Finish ist. Was ich gefunden habe, ist, aber es waren 60% normale Gerste und 40% getorfte Gerste. Und daher ist er rauchig. Vielleicht auch nur leicht rauchig. Und er hat direkt einen sehr tiefen, dunklen Ton in der Nase, schöne dunkle Fruchtnoten. Eine leichte Rauchigkeit, die mich so ein bisschen an so ein ausgehendes Streichholz erinnern. Ich habe Orange und Rosine. Also blind würde ich sagen, das wäre eine Sherry-Reifung. Weil ich so eine leichte Note dabei habe, die ich manchmal bei PX habe, die aber hier sehr schön wirkt. Ja, dazu die dunklen Früchte, die auch Port sein könnten. Die auch Port sein könnten. Hier habe ich jetzt gerade so ein bisschen was Würziges. So Nelken oder so. Ja, so Gewürznelken. Bisschen Karamell. Also er ist sehr vielschichtig. Riecht sich aber unheimlich angenehm. Und dazu diese ganze Zeit diese total unterschwellige Rauchnote, die überhaupt nicht dominant ist, sondern die eigentlich nur so mitfliegt.
die aber da ist. Also mich erinnert das gerade, wenn man so sich das Ganze mal vor Augen führt und womit assoziiert man die Gerüche, die man gerade alle so kombiniert in der Nase hat, dann ist das bei mir gerade so ein frisch gebackener Pflaumenkuchen. Am besten aus so einer richtig traditionellen Bäckerei, die noch mit einem Holzofen arbeiten oder von so einem Mittelaltermarkt oder von so einem Weihnachtsmarkt oder so, wo traditioneller Kuchen hergestellt wird, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich verbinde gerade halt warmen Pflaumenkuchen, warmen, schönen, saftigen, matschigen Pflaumenkuchen und halt dieses Holzofen, Feuerofen oder so eine Fackel. Die Rosinen sind auch tatsächlich mehr so eingelegte Rosinen. Also so Zitrusnoten halten sich total zurück. Auch das Karamell, das ist zwar ein bisschen da, aber es ist dezent. Boah, der riecht wunderbar. Also der riecht wirklich lecker. Ich weiß, warum der Uwe den so gerne mag. Zum Wohl. Boah, ist sehr gut. Heiland. Also. Der ist im Mund cremig weich, so ein bisschen Sahnebonbon-mäßig. Dann setzt aber sofort eine gewisse Trockenheit am Zahnfleisch ein, so ein bisschen Eiche kommt. Wenn man den runterschluckt, dann kommen Gewürze, minimal Pfeffer, aber wenn überhaupt nur in Anklängen. Aber schön Gewürze und dann tatsächlich auch wieder schön die Fruchtigkeit, Pflaumen, vielleicht auch so ein bisschen dunkle Trauben oder in Richtung Rosinen gehen. Die Orange. Und am Ende, jetzt so, kommt so eine sehr deutliche, ja, zartbitter, so eine Kaffeenote. Sehr deutliche Kaffeenote. Boah, ist der gut. Verdammt. 45,9%. Ideale Trinkstärke, wie ich finde. Sehr lecker. Habe gerade Piemont-Kirsche gelesen und wo ich es gerade gelesen habe, dass er das im Abgang haben soll, habe ich es tatsächlich gerade in der Nase. Das Gehirn ist so beeinflussbar, das ist unglaublich. Ist aber auch schon wieder weg. Also, ich muss sagen, ein herrlicher Whisky. Und der steht einem Schotten in nichts nach. Also, da machen die echt tolle Arbeit. Und ich glaube, ich muss mal mehr von denen probieren, wenn nicht sogar von dem mir eine Flasche organisieren, weil der ist toll. Auch im Geschmack. Diese Rauchigkeit, die ist so unterschwellig, dass man sie vor lauter anderer Eindrücke, die dieser Whisky hat, fast vergisst. Sie ist leicht da, minimal, aber man kann sie halt nicht verleugnen. Aber diese ganzen Eindrücke, diese verschiedenen Facetten, die dieser Whisky mitbringt, die lassen diese dezente Rauchnote fast vergessen. Und ich habe wieder eine sehr dominante Kaffeenote jetzt am Ende. Vorher den warmen Pflaumenkuchen, die Gewürze.
Herrlich. Boah, ist der gut. Schade, dass das nicht meiner ist, sonst hätte ich mir jetzt nochmal eingeschenkt. Also ich glaube, ich dürfte. Der Uwe hätte da garantiert nichts gegen, aber ich möchte dem Uwe jetzt auch seinen Whisky nicht wegtrinken. Deswegen packen wir die Flasche schnell wieder ein. Der Masala Cask war auch von Uwe, der ist leider leer. Deswegen kann ich den aktuell nicht probieren, aber ich glaube, ich muss mal gucken, dass ich öfter mal an Willowburn oder vielleicht auch mal an Elsburn oder so komme. Wenn ihr mir erklären könnt, wo der Unterschied zwischen Elsburn, Willowburn und Emporah liegt, haut's gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten, wie gesagt, das war ein Vorschlag aus der Community. Wenn ihr sonst noch Vorschläge oder Wünsche habt, erzählt sie mir gerne einfach, haut sie in den Kommentar eines Videos oder schreibt mir eine E-Mail an thewhiskywaiter@gmail.com oder bei Facebook oder Instagram könnt ihr mir auch schreiben. Ich bin für alles offen. Wenn es für mich machbar ist, wenn ich irgendwie an ein Sample komme oder ich irgendwen kenne, der eine Flasche hat, dann versuche ich es möglich zu machen. Werde mich aber auch nicht unbedingt komplett krumm legen, um etwas zu bekommen, was ich sonst vielleicht gar nicht mehr organisieren würde. Der ist wirklich klasse, ich kann ihn sehr empfehlen und ich bin echt mit mir am Ringen, ob der auf meine Lieblings-Whisky-Liste kommt. Er hat sehr gute Chancen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, mir ein Like für das Video oder noch besser ein Abo für meinen Kanal da lasst. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.